spielen hier ist uns eine Ehre, euch Freude zu bereiten, noch viel mehr. Doch nun, lasst uns beginnen. Juri dieser Tor wird malträtieren euer Ohr. Nimmer, das ist die verrückte Hina. Also, eine verrückte Hina, das hat nichts mit einem eingegangenen Federfilz da, sondern das ist eine Frau, die ist faustdick hinter die Ohren hat, die schlitzohrig ist, die weiß, was will. Und so haben es leider Gottes auch die Bürgermeister erlebt. Und da sitzt einer, der ernste Hund, in dieser Zeit, der Manfred Walter. Vor zwei Jahren hat Uli Singer, sie ist ja eigentlich ein ganz ehrlicher Mensch, normalerweise, gell? Aber da hat sie am 1. April hat sie im Kreisboten was schreiben müssen unter dem Motto, so kann's gewesen sein. Und da hat sie geschrieben, ihr wisst ja, in Guiching, da gibt es die Glatzen, also ich habe auch eine, aber die Guichinger ist noch größer. Also die Guichinger Glatzen, das ist an der Mitte ein nicht bebautes Gebiet und das soll bebaut werden. Der Manfred, der bettet da jeden Tag zum Himmel, dass alles gut geht. Und da ist ihr eingefallen. Sie hat in, geschrieben, dass in Guiching der Manfred Walter, er war damals gerade zwei Jahre Bürgermeister noch, taufrisch, ein Jahr erst, taufrisch noch und unbeleckt von den Intrigen eines Weibes, gell. ein bisschen schon, da schreibt die nicht, dass er jetzt alles anders macht, dass er sich entschlossen hat, die Glatze nicht zu bebauen, auch die Umgehungsstraße nicht zu machen, sondern mitten durch Guiching durch eine Straße zu bauen, die tiefer gelegt wird. Dann gehen lauter Brücken rum, um die von den Ortsteilen auch noch an Guiching anzuschließen. Und für das, dass die Glatzen nicht bebaut werden mit dem Geld und was die Umgehung kostet, kann er das an den Mitten finanzieren. Ja, der Manfred Walter hat an der Früh um 7 das Telefon an die Hand genommen. Es waren sämtliche Viecher vom Tierpark Hellerbrunn, die da an, immer an den Kopf geschmissen worden sind. Um 10 Uhr, habe ich gehört, hast du dann Uli angerufen und gesagt, ja, bist denn du wahnsinnig, ja, spitzt du komplett? Dann sagt Uli, mei, das ist halt jetzt einmal so geschrieben, gell. Sei, von der SPD-Fraktion ist er so schlimm, nur wenn von der SPD-Fraktion.
der Fraktionssprecher, der Bankier, hat ihm sofort die Freundschaft aufgekündigt, hat ihm gesagt, ja, bist denn du wahnsinnig, du kannst doch nicht, ohne dass wir Absprecher jetzt alles über den Haufen schmeißen, ein neues Konzept bringen, hat sofort eine Sondersitzung anberaumt, er ist gerade noch da geguckt, der Hörer, der hat er so zittert. Das Allerschlimmste war aber, der Labi hat die ganzen Grundstücksbesitzer von der Glatze vertreten. Und der Labi hat das in der Zeitung gelesen, hat gesagt, ja, spinnert ihr den komplett, hat sofort ein Mail an alle Grundstücksbesitzer geschrieben und hat geschrieben, dass er die anwaltschaftliche Vertretung jetzt ersausen lässt, weil wenn man auf dem Bürgermeister sein Wort nicht mehr sich verlassen kann, dann braucht man gar nicht weitermachen. Sowas geht nicht. Er ist auf unbestimmte Zeit und unbestimmten Ort ist er in Urlaub gefahren. Keiner hat gewusst, wo es ist. Er ist jetzt da gestanden mit dem Haferl voll Tränen und hat nicht mehr gewusst, was er da sieht. Dann hast du, die Luder ist schuld, dann hast du die ganzen Grundstückseigentümer anschreiben müssen, dass das nur ein Aprilscherz war und schuld ist das nur der, die Singer-Uli und früher an der guten alten Zeit, da sind halt Hexen verbrennt worden, gell? Da war er nur, gell, aber heutzutage, heute lässt das frei rumlaufen und lässt am nächsten Tag wieder auch was anstellen. Und ich meine, solange es mich nicht berührt, freut es mich, wenn sie es machen, gell? Aber wie, du kommst auf mich auch noch zu, dann halt ich da rein. Also Uli, sowas wie die gibt es gerade einmal. Wir sind froh, dass wir die haben. Wir sind froh, dass es noch ein paar verrückte Hennen gibt. Und wir sind froh, dass du so bist, wie es bist. Und bleib so für immer und ewig.